So Leute, letzte Sonntag angebrochen, Umzug. Ja, heute machen wir die Reste. Marcel kann erst um 14 Uhr, aber so viel ist es nicht. Ich gehe jetzt noch mal gucken, was ich noch ein bisschen einsammle, so. Was ich so hinkriege, alleine. Und dann ist das Thema durch, bis auf die blauen Kisten. Mal gucken, Montag, Dienstag, Mittwoch, wollen wir das machen. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen rumgestellt, war also früh hier, eigentlich, wann war ich hier, 9 Uhr? Früh, ja, zur Zeitumstellung, Stunde wurde geklaut, also war früh hier, ich habe so ein paar Dinge gemacht, ich habe jetzt da wunderbar zwei Drahtseile gespannt, damit wir da die Stoßstangen gleich drauflegen können, weil dann liegen die nicht im Weg. Und ich habe definitiv gemerkt, Nummer 1, ich muss mir einen eigenen Hubi holen, weil ich muss, ich denke mal, in nächster Zeit Paletten hin und her schieben, und wenn ich hier auch einräume, umräume, mal schauen. Ich frage mal Marcel, der sagt, er hat auch noch einen Hubwagen, erstmal leihweise, weil wenn die Regale stehen, brauche ich eigentlich keinen Hubwagen mehr. Oder vielleicht, mal gucken, was so einer kostet. Also ein halber reicht eigentlich. Ich brauche keinen richtigen Hubwagen, weil, also von der richtigen Länge nicht, weil die Paletten kannst du ja quer nehmen. Ja, das muss ich gucken. Und jetzt dann mit Regalen anfangen, damit nicht der ganze Kram hier mal weg ist. Und ja, hier einrichten könnten. Wie ihr vielleicht seht, ich habe schon mal die Einfach-Quatschen-Ecke so ein bisschen provisorisch gemacht. Jo, wie stelle ich mir das vor? Also so soll es eigentlich stehen, weil dann haben wir noch die Möglichkeit, aus diesem Tor hier rauszukommen. Weil nichts steht im Weg. Ja, wie gesagt, das muss eingeräumt werden. Und der Vorteil ist, die Aufnahmen sind so besser. Also wenn hier zum Beispiel die Kamera ist, oder, na, gehen wir ein bisschen näher dran. Sagen wir, hier ist die Kamera für einfach Quatschenaufnahme. Und die Leute sitzen hier, ist der Ton auch besser, weil die Leute reden zur Kamera. Man sieht die Leute. Die andere Variante, die wir hatten am Tisch, der Tisch stand ja so und links und rechts saßen die Leute, war okay. Aber die Leute, die dahinter saßen, waren verdeckt teilweise. Und der Ton war auch nicht so gut, weil die Leute sich nur gegenseitig angeredet haben meistens und nicht zur Kamera hin. Deswegen denke ich mal, so perfekt. Jetzt seht ihr auch mal nochmal an. Ich habe schon im letzten Video das Muster gezeigt. Aber so ungefähr denke ich es mir, dass das so, ne, das Teil hier ein bisschen abgewinkelt, das gerade. Vielleicht dann dahinter, da in der Ecke, die Vitrine hin. Das vielleicht noch ein bisschen vorkommt, aber das Tor ist breit genug. Mit Hocker und mit den Sessel, da muss ich noch gucken, wie ich die hinstelle. Ich habe das einfach nur so hier hingepappt. Aber ich sag mal so, die sind ja in 30 Sekunden weggeräumt, wenn du mit dem Auto hier rausfährst oder daran geschoben. Definitiv muss auch das Tor zu. Da werde ich mal nachher nochmal mit Marcel vielleicht drüber ein bisschen quatschen. Oh, mein Finger habt ihr. Definitiv muss das Tor zu, weil ich habe gemerkt, wenn man hier sitzt, also guck mal, was hier da für eine Lücke ist. Und auch da unten. Also wenn man hier sitzt, dann zieht es schon. Und für die einfach Quatschenaufnahmen ist das nicht angenehm. Gut, im Sommer ist es wahrscheinlich angenehm, aber im Winter ist es blöd. Deswegen, das muss dann auch noch zu im Sommer. Alle roh gemacht werden, das Tor. Ja, aber an jetzt Anliegen in der nächsten Zeit werden Regale sein. Und definitiv der Arbeits-Bühnenbereich, dass der fertig wird. Ah, da sitzt der Marcel. Hallo. Wir haben jetzt den Rest drüben. Ich hatte noch zwei Stühle, weil mir nicht aufgefallen ist. Ich hatte natürlich nur, wie ich gesagt habe, zwei Getriebe. Ja, okay, war da ein bisschen mehr, die Motoren. Blaue Kisten räumt Marc nachher runter. Die kann ich dann morgen ausräumen. Und ja, jetzt machen wir einen Livestream. Den habt ihr dann schon gesehen, wenn das Video rauskommt, hoffentlich. Ja, ist ein buntes Chaos, aber... Ist doch was mehr, als gehört. Ja, aber es wird. Das wird schon. Marc und mich trotzdem. Da. Nee, ich hab da auch nur Schrott. Ey, du hast ein bisschen mehr Motor. Aber ansonsten, meiner Fresse ist das viel Scheiß. Ja, gut. Guck mal, da haben wir bei diesem Video. Wir sind fertig mit dem Ausfahren. Wir haben auch nur die blauen Kisten schnell machen und dann. Schau mal, fertig. Im nächsten Video werdet ihr sehen, entweder Elektrik, Boden streichen oder so. Dann machen wir irgendwas zum Thema Halle ausbauen. Und Regale, dann da rein, das ist man gleich. Genau, das ist die Idee. Ja.
Also, wenn ihr Leistenmänner noch nicht wisst, guckt euch den Leisten an. Du hast vorhin ein Mikrofon in der Richtung. Ich weiß, du glaubst dich. Hallo, das war's nicht. Egal. Vollprofi, sag tschüss. Sag tschüss. Einmal mit Profis arbeiten, wa? Die Hexe ist tot.